Heute feiere ich meinen 30. Geburtstag. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog und meiner Geburtstagsfeier hier bei mir zu Hause. Ich habe einige Freunde eingeladen, die Nina kommt gleich auch noch, da machen wir Leopards magischen Malkurs. Aber da nehme ich euch natürlich mit, es sind schon einige da, ich habe noch gar keine Zeit das Intro zu filmen. Heute ist auch noch was anderes passiert, meine Freundin hat mir die Haare gefärbt, das seht ihr jetzt mal ein Vorher und auch nachher. Ja, einmal dunkler gefärbt. Ansonsten habe ich schon Brot gebacken. Gerade sind noch Cake Pops in der Mache mit dem Cake Pop Maker von Primark. Und ja, ich habe gesagt, die Nina kommt. Wir werden heute nach Anleitung malen, so ähnlich wie im Disneyland Paris. Sie wird vorne stehen und sagen, was wir malen werden. Und das malen wir dann hoffentlich einigermaßen gut nach. Und ich zeige euch jetzt mal das Wohnzimmer, das ist der Hauptplatz des Geschehens. Ja, meine Freundin und ich stehen jetzt hier noch in der Küche. Ich, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin noch Brot am Kneten. Das Brot kennt ihr und zwar frisst sich Dummbrot, habe ich mal in einem anderen Vlog gezeigt. Und wir machen heute Cake Pops, das erste Mal in einem Cake Pop Maker von Primark. Und ich muss sagen, also die sehen richtig geil aus. Wir haben einen ganz normalen Rührteig gemacht, gibt es bei Chefkoch das Rezept, einfach Cake Pops eingeben, das erstbeste. Und ja, du holst sie jetzt mal raus, ne? Ich hol die mal raus. Bin gerade fertig geworden. Nee. Oh, cool. Mit den Haaren. Ja, das ist ein Glitsche, dass ich da rein. Hallo. Nein. Dankeschön. Kommt rein. Ja, hallo. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, nee, hier werden peinliche Momente mit aufgenommen. Das okay. Ist normal. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich musste mein Wohnzimmer ein bisschen ummodeln. Normalerweise steht die Couch hier als Raumtrenner. Hier sind schon Daniel und Sven. Daniel, Sven und Sven fehlen noch. Ja, und der Esstisch steht ja normalerweise da, aber ich habe hier so eine kleine Fotobox-Ecke aufgebaut, wo wir dann Fotos machen können mit der Softbox. Und ich habe hier so eine Art Polaroid, aber eine Canon Zoemi S heißt die. Und die druckt auch direkt Fotos mit 100er Pack zum Ausdrucken. Dann habe ich da hinten noch Perücken und Ballons und Stäbchen, was man so alles für eine Fotobox braucht. Und hier wird meine Pinnwand, sozusagen mein Gästebuch, wo alle sich ein Bild ausdrucken und hier irgendwie hoffentlich was Nettes draufschreiben. Mal gucken. Schauen wir mal. Ansonsten Essen zeigen wir euch später und was wir genau zeichnen, ja, wird auch noch später bekannt gegeben. Und Vivi? Ich freue mich. Kannst du malen? Tatsächlich ein bisschen, ja. Ja? Also zeichne mich aber mal ein bisschen. Dann kriegen wir schon. Ja, mal gucken, mit was Aquarell, Acryl, keine Ahnung. Wird spannend. Ja, ich würde sagen, Cake Pops haben wir genug für heute und die sehen echt richtig gut aus dem Primark Cake Pop Maker. Und wir müssen jetzt natürlich noch mit dekorieren. Wir haben noch Schokolade und Streusel. Ich bin schon sehr zufrieden. Was soll ich denn sagen? Hallo! Guten Tag! Schön, dass ihr da Komm, seid. Wer sind die da? Die Kamerafrau. Ja, wenn man der wackelt, nämlich. Der wackelt. Hallo! Hi. Schön, dass du da bist. Du machst es aber sehr schön. Ja. So, wir haben jetzt Simone in die Küche geschickt, denn wir müssen hier noch was vorbereiten. Wir machen die Tür jetzt hier mal zu, dass die ja nicht reinkommt. Nein. So, Daniel. Wir bereiten nämlich jetzt das Geschenk von Simone vor. Daniel hat hier schon verpackt. Aber den Hauptbestandteil habe ich, einen Disney World Gutschein. Der muss jetzt wieder da rein. Jetzt. Da rein. Dann musst du das nochmal aufmachen. Das ist aber komplett verklebt. Na, warum machst ich habe dir doch auch gesagt, dass das noch da rein. Dann hast du gesagt, verpack. Hat sie gesagt. Ja, aber ich habe gedacht, du verpackst es so, dass man es nochmal öffnen kann. Ja, guck mal hier. Gott, das Sven. Wir diskutieren Liebe und Achso, ich dachte, ihr wolltet jetzt da so reinmachen. Ja, das brauchen wir auch. Wie da rein? Ja, schön halt. In den Bilderrahmen. Da rein. Das geht ja nicht. Ja, das ist die Challenge. Du ruf doch mal deine Schwester an, Bibi. Vielleicht kann die es reinwechseln. So. Meine Schwester Bibi? Doch auch so schön, oder? Aber dann musst du es aber hinstellen, oder? Ja, das fällt irgendwie immer sehr einfach.
Warte mal, das muss aber doch dann so. Das ist halt von Shopgissen, da fällt immer alles um. Vivi macht das ordentlich. Ja. Hinten willst du es hinten verstecken oder ich willst du es schön noch kapieren? Ich hatte nur so Osterdinger. Bald Frühling. Beim Umzug ist er nicht mehr bei rumgekommen, aber ist auch schön, oder? Und ein Luftballon. Wir haben doch bald Frühling. Ja, also auf jeden Fall ist dieses Geschenk extra für ihre anstehende Reise gedacht. Was hat die denn da schon wieder für eine Musik an? Bibi Blocksberg. Wollen wir den Kuchen auch noch irgendwo da hinstellen? Hast du den schon ah, stimmt. Ach, ja. Daniel hat ja noch einen schönen Kuchen gebacken. Ja. Ich muss außen aufmachen. Ich bin super eng auf dem Tisch. Ja. Der ist ja riesig, dieser Kuchen. Aber gut, hier steht der Kuchen. Ja, ne? Daniel, du musst dann mal kurz erklären, was du hier gezaubert hast, bitte. Moment, erst zeigen wir den mal. Ich hab hinten die Kalorien, also die Nährwerttabelle. Da hast du mal ausgedruckt. Nicht ausgedruckt. Allein die Schokotrops, die da drin sind, haben 1500 Kalorien. Nur die Schokotrops. Dazu kommt noch dieser Zucker. Da waren 600 noch irgendwas. Ein Glas Nutella, da habe ich nicht geguckt. Was hat ein Glas Nutella für eine Größe? Ja, welche Größe? Es gibt ja von 350 oder 450. Also normales Glas. Also Rezept bei 350. Ich habe das ganze Glas reingemacht. Was machen wir denn mit 100 Gramm Nutella? Komm mal. Das nächste Brötchen. Das ist da alles drin. Ja, und Butter. 250 Gramm. Und Mehl? Mehl und ein Ei. Also das Ei war zu viel. Ein Ei. Ein Eileit. Proteine. Das war ein Eileit. Mir ist gerade noch was eingefallen, weil Simone isst ja kein Eigelb. Die hat ja so eine komische... Sie ist ein bisschen verrückt. FDH vielleicht. Frisst die Hälfte, sie isst nur die Hälfte. Sie isst kein Eigelb. Also wenn wir morgens frühstücken gehen oder so, dann sortiert sie immer das Eigelb daraus. Aber ich habe jetzt einfach Vollei genommen. Aber ich habe es verrührt, das merkt ihr nie. Also. Nicht in die Kommentare schreiben. Aber es geht länger als 10 Sekunden. Klar. Premium-Qualität. Gut, cool. Let's go. Da ist noch ein Buchstabe. Oh. Ach, mach hier noch den. So. Muss wegmachen. Okay. Ich habe auch so viel. Was geht denn? Auf Deutsch oder auf Englisch? Singen wir? Hebräisch. Happy Birthday, oder? Okay. Okay. Ich hab die Tür nicht aufgekriegt. Simone, du darfst auch dazu kommen. Du kommst erstmal hier rein, genau. Ja! Schnell! Hast du dich umgezogen? Ich bleib doch nicht so angezogen. Darf ich oder nicht? Ja! Ja. Handy? Ja, 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 warte, ich film. Warte, Moment. Ich film auch. So, du hast noch ungefähr 15 Sekunden. Und los! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Simone! Happy Birthday to you! Dankeschön! Danke, danke. Das war keine 30, oder? Hallo? Muss jetzt auspusten? Ja. Du kannst ja auch ausschlagen. Aber, ja, gleich fackelt das Geschenk dahinter ab. Oh. Wow! In einem Luftzug. Du stolz. Das war eigentlich Steinplatz. Was? Das ist ja nur ein Gimmick gewesen, weil sie mich da drauf gezogen hat. Hä, wieso? Du brauchst ja auszupacken, oder? Pack aus. Heiß Marmelade, aus. Dankeschön. Aber ich. Sie hat sich immer beschwert letzte Woche im Livestream und gesagt, bring mir doch mal Marmelade mit. Und dachte ich, jetzt Zeitpunkt. Achtung, boah, das ist nicht dann jetzt so unerfällt. Du musst auch darauf achten, es sind zwei verschiedene Sorten. Ne? Zwei verschiedene Sorten. Erdbeer einzeln, Erdbeer hat mal. Immer nur wieder der Mund zum Einsatz. Weißen kannst du auch. Wintertraum? Bitte. Aber Winter ist schon fast vorbei. Ja, und er kommt auch der so gut für Fantasialand. Aber das hatte ich, den hatte ich schon probiert, oder? Das ist der mit Zimt, den hatte ich auch. Der schmeckt sehr gut. Ja, also kann ich jedem empfehlen. Karlsmarmelade, Daniels Code, jeden Sonntag um 9 Uhr, DPAM10, oder? Ja. Ja, kriegt ihr 10% bei Karls. Unbezahlte Werbung. Oh nein, ich hab's schon kaputt gemacht. Aber auch fest drin. Was ist das? Oh Gott! Was ist denn hier? Ich steht mir jetzt raus. Ich bin halt manchmal enttäuscht. Mit 30 ein bisschen tapprig geworden. Ja, die läuft mir so gut. Ich habe noch nicht so viel gegessen heute. Das sieht man aber nicht.
jetzt nicht aus. Wie meinst du denn das jetzt? Ich habe 3 Kilo seit Weihnachten abgenommen. Sieht jetzt nicht aus, als ob du von mir eingefallen wäre. Ich habe Angst. Warum habt ihr das auch so verpackt? Ja, das frage ich gar nicht. Damit es schön aussieht. So. Das Ding ist, ich das im Umzug war das jetzt natürlich alle Wochen nochmal zurechtzufinden. Da bin ich auch mit einfach mal Tiger drin. Das ist ja nicht so, wenn du umgezogen bist, dann denkst du, der Tiger drin muss jetzt sein. Die Schublade da. Ein Bilderrahmen. Ich hatte jetzt leider kein Bild, was ich da reinmachen könnte, wo wir alle. Der Preis ist noch dran, ne? Das ist ja, den hättest du ja wahrscheinlich nie erfahren. Diesen Shop hast du noch nie bestellt. Guck doch mal bei Shop Disney an, ob der Preis stimmt. Soll ich mir mal den Link geben? Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Die Botschafterin vom Shop Disney. Ja, ein Bilderrahmen von Walt Disney World zum 50. Geburtstag. Was soll ich denn da reinmachen? Wie du vor dem Cinderella-Kassel stehst. Mach ich. Ja. Und ein Gutschein für Walt Disney World. Daria, der Brot ist fertig. Du musst den Deckel abmachen und nochmal 10 Minuten Alexa sagen. Danke. Ja, ein 50 Dollar Einkaufsgutschein für Walt Disney World. Vielen, vielen Dank. Werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Ja. Das dachten wir uns. Wäre schlimm, wenn nicht. Vielen, vielen Dank. Das habe ich Ich hätte es mit Zuckerguss zeigen. The Mandalorian, The Child. Ich weiß, was es, glaube ich, ist. Es war auf meiner Amazon-Wunschliste. Wir haben eine Amazon-Wunschliste. Ja. Ich mag am liebsten Cookie-Eis. Weißt du, was das ist? Ja, genau. Nee. Für Alexa reinzustecken. Echt? Ja. Oh, süß. Ich hoffe, da ist jetzt auch die neue Alexa dabei. Ja. Ne, das war ja das andere. Die neue Alexa. Oh, so ja. Geil. Was denn? Ich habe die runde Alexa habe ich tatsächlich nicht. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Das hat sich geil angehört, oder? Wenn der da jetzt nicht drin ist, ja? Dann habe ich ja gar keine. Da ist er. Ich wünsche mir ein neues Bett. Toll, dass mir nur 100 Euro total geschenkt. Ich wollte eigentlich ein Bett. Da ist die Alexa. Hast du dann mal Glück gehabt? Darf bleiben. Sehr gut. Darf weiter meine Freundin bleiben. Ja. Die steckt man dann hier in den Baby Yoda? Ja, mach doch das mal. Die Leute wollen das sehen. Die Leute wollen das sehen. Link genau. In der Infobox. Ich hatte sogar auch schon mal das Video für dieses Echte reinzustellen. Hast du keine Ahnung, wie ich bin? Nein. Der Tisch ist zu klein. Und wir haben jetzt keine Interesse. So, ich denke mal so rum. Oh, aber das ist ja wirklich süß. Ihr müsst nur auch draufkleben. Und ein Chicken Nuggets vorne dran. Hey, es gibt bei Shein gibt's eine Chicken McNuggets Kette. Die können wir da irgendwie so. Können wir bestimmt. Reparieren. So, das ist geil. Alles rein tun. Das ist der Anti-Stressball. Das da. Ach, das da. Achso. Nee, das war. Ah, das kann man gleich spielen. Ich hab's jetzt schon. Nein. Ja. Das 90s Film Disney Trivia Game. Das können wir als Trinkspiel. Also auf YouTube gibt es richtig geile Trinkspiele. Daniel, das so machen wir als Trinkspiel. Ja. Ja. Es gibt Kinderlieder erraten auf YouTube. Und dann machen wir immer Trinkspiele drauf. Wir machen das gleich als Trinkspiel. Oder wer falsch liegt, muss eintrinken. Ja, das wäre auch schon mit Alkohol dabei. Das war letztes für dich, ja, du bist gleich besoffen. Gar nicht eingeladen. Ich hab als erstes ab. Also, dann nehmen wir mal die Lisa mit. Was steht denn hier drauf? Ah, das ist mein Bronzer. Oh, der ist gut, den habe ich auch. Ja, ich auch. Der ist gut. Das hab ich sogar Daniel, das, ist, das macht man hier drauf. Nein, das ist eigentlich das haben wir alle hier drauf. Nee, Rouge habe ich hier vorne drauf. Ja, aber das Bronzer kommt hier überall hin. Nee, ich habe nur Bronzer hier. Falsch. Sieht man auf dem Fenster. Ah, ich Bronzer hier so. Ja. Stimmt, das denk, ja. Nee, stimmt, habe ich. Sonne dich küsst. Da, wo die Sonne mich küsst. Oh. Aber den kann ich empfehlen. Oh, schon mal nicht am von Benefit. So, weiter geht's. Von der Form her könnte es Duschgel sein. Nein. Body Lotion, Zahnpasta. Jahresvorrat.
Ich hoffe, der Brot verbrennt sich. Das ist sehr vorteilhaft, das Bild. Das ist mein Lieblingsbild. Ja. Ich habe halt mal geschwitzt. Ja, von Rituals, der Conditioner. Die habe ich tatsächlich letztes Mal probiert. Das ist Ritual of Meer. Schmeckt? Es schmeckt, es riecht gut. Ja. Wenn ihr später schnüffeln wollt, könnt ihr gerne schnüffeln. Hab ich im Auto geguckt. Ich mag das Rituals of Meer. Schöner. Ist das wirklich so? Ja. Auf Meer? Ja, M-E-H-R. Das passende Shampoo von Rituals of Meer. Ich mache erstmal das andere, was das gehört dazu. Ich ärgere mich da tatsächlich auch. Das ist mal so eine Sache, da habe ich mir mal in der Dusche Gedanken drüber gemacht. Das ist, wenn du jetzt ein volles Blutgel hast, was du riechst, und du hast ein anderes Shampoo, was anders. Und da stinkst du sofort. Da stinkst du sofort, wenn du ein anderes Shampoo hast. Dann musst du erst Shampoo nehmen. Dann musst du Shampoo nehmen. Weil ich unter den Achseln anders da riechen möchte, wie auf dem Kopf. Shampoo-Brush? Hey, dann machst du Shampoo drauf, mal dusche es ab und mach dein Duschgel drauf. Das die Kopfhaut. Das wäre aber so einfach. Shampoo-Brush. Oh, für die Kopfhaut schön zu massieren. Vielleicht ist das anregend für den Haarwachs. Für das Gehirn. Je nachdem, was man da braucht. Das wäre der ohne Punkt, ne? Ich will das für einen Punkt auch noch sehen. Ja, das ist gleich off-cam. Ein Beauty-Care, weil man ist jetzt 30, ne? Augenpads. Ja, gut, damit muss auch früher anfangen, ne? Hab ich schon. Badesalz. Creme-Öl-Peeling und eine Hydrogelmaske. So, das war's, was man alles zeigen kann. Aber eigentlich jetzt mit Q10. Mit Q10, ja, jetzt ich falsch. So, ja. Das waren alle meine Geschenke. Ja, wir müssen noch mal anstoßen. Ihr habt ja bereits gesehen, ich habe meine Geschenke ausgepackt. Es wurde schön für mich gesungen und jetzt. Prost! Übrigens muss ich noch dazu sagen, habe ich nicht am Anfang. Wir sind alle geboostert und auch getestet. Obwohl wir noch unter. Die Viruslast nicht so hoch, dass der Test positiv anschlägt. Genau. Ja, mein Brot ist auch fertig, sieht richtig gut aus. Und meine Mama hat einen Kuchen gebacken. Die hat auch sich Mühe gegeben und noch eine 30 geformt. Finde ich richtig süß. Darias Cake Pops sehen echt gut aus. Guck mal, Brina. Ah, ja. Macht sie gut. Wir haben hier so eine Kakaoglasur, wir haben Vanilleglasur und hier so ein Metallic. Blau-Metallic irgendwas. Sieht gut aus. Und jetzt muss ich noch Daniels Kuchen mal abfilmen. Ja? Daniel, wir müssen dein Kuchen noch zeigen. Ja, anschneiden. Ja, das machen wir gleich. Daniel, was ist das für ein Kuchen? Ja, das ist Zuckerkuchen. Kann man das überhaupt nicht nennen? Ich nehme ihn voll Big Bomb. Was ist da so drin? 350 Milliliter. Das sind ungefähr, also gefühlt, ohne Witz, 5000 Kalorien. Ja, der ganze, wir teilen uns den, ja. Es ist brauner Zucker, es ist Butter, es ist ein Glas Nutella, es sind 300 Gramm Schokotrops obendrauf. Allein 300 Gramm Schokotrops. Mehl, ein Ei. Und das, die Idee kam von Vivi, die hat sie mich bei als Reel gesehen. Ja. Ja, das ist so lecker, das muss ja Daniel unbedingt machen. Den schneiden wir gleich auch an. Instagram will das ja auch sehen. Ja, ne? Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, wie es von innen aussieht. Ich wollte gestern schon anschneiden. Ja, die Nina ist mittlerweile auch angekommen und hat... Erstmal Cupcakes mit, ach du Jemine. Sieht aber schön aus. Oh. Zeig mal. Oh, die riechen gut. Oh. Also wenn ihr mal darüber schnüffeln wollt, in dem Kasten, riecht es richtig gut. Ja. Das ist richtig lecker. Das ist, also wir werden nicht verhungern. Ist das Buttercreme? Das muss Buttercreme sein, oder? Oder warum sind die Ohren? Icing. Ja, ich denke schon. Nee, Icing nicht. Heißt so entschön. Nein, Icing ist das mit dem Kekse. Und das andere ist Frosting. Frosting kommt auf Cupcakes. Dann ist es Frosting, oder? Ja, kannst du das aber du bei Cupcakes wissen, was du meinst. Ja. Das war nicht, dass es so eine... Also ja, sehen super aus, Nina. Dankeschön. Hast du die selbst gemacht? Ja, die habe ich heute Morgen auch gemacht. Die duften richtig gut, Nina. Dankeschön, danke. Also wir werden heute nicht verhungern. Nee, ich habe ein bisschen bei der Menge. Also ich habe jetzt mal eins in dir. Wenn du nicht das Match gewinnst, kann aber auch für Alkohol sein. Nein, ich glaube, die ist. Die Person mit den schlechtesten Zähnen heute verliert einen. Das ist ja auch Keks eigentlich. Das ist hart. Ja, das ist wie ein Cookie, habe ich auch gedacht. Das sieht super aus fürs Video. Ich esse nur die Mitte. Jo, 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 jo. Ja, der Moment ist gekommen.
Ich glaube, den du muss man doch jeder einmal abbeißen. Ich glaube, man muss den warm essen. Am besten wird's doch auf den Tisch schneiden. Da ist noch eine Platte drunter. Das ist wie so ein Riesen. Ach so, da ist noch eine Platte drunter. Ja, das ja. Hat der rutscht, ja. Das ist kein. Oh, oh Vorsicht! Ich sehe noch einen Finger verlieren hier. Oh. Sieht man das? Das kann man sehen, ja. Der flüssige Kern. Der flüssige Mozzarella-Kern. Die Hälfte habe ich noch vergessen. Warte, ich stehe nichts. Oh, mit Wachs? Ja, ja. Oh, ist das wie von Harry Potter? Wie von Harry Potter. Oh, it is Mrs. Seal. Ja. Kennst du Seal? He's from a rose. Das gibt jetzt eine ganz andere Beziehung. He's from a rose. Ups. Ah, oh, und Betty. Hat sie selbst gemalt. Oh. Mit dem 30er Logo vom Disneyland Paris. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich auf jeden Fall mir aufhängen. So ähnlich wird ja unser Bild jetzt auch gleich aussehen. Kriegt ihr schon mal einen Teaser, was wir malen werden? Müssen wir hoffen, dass das so aussieht. Ja. Ja. Also, Moni, ich erinnere dich an unsere Zeichnung. Mit Nina kriegen wir das bestimmt besser hin. Okay, selbstverständlich. So, es ist auf jeden Fall ein Bilderrahmen. Eventuell. Oh, krass. Ich hoffe, es gefällt. Wow. Krass. Ja, das würde es als Foto nicht geben. Warum? Buch kennst du nicht. Das ist vom Fotoshooting. Ja. Simone wartet immer darauf, bis es verfilmt ist. Ja, vielen Dank. Das sehr gerne. Krass. Sehr cool geworden. Ja, richtig cool. Ich habe umstrukturiert und male jetzt das. Mein jetzt das. Okay. Mich. Ja, sieht schon. 1, 2, 1. Oh, it's your birthday. We go. Weißt du, wir wollen noch so ein anderes Reel machen, wo einer singt und der andere muss bei einer Stelle immer so oh machen. Das will sie machen. Wie soll's gehen? Wann machen wir denn dieses scheiß Geschirr? Ja, sie, ja, dann erst. Fühl's doch mal bitte. Ich fühl's dann. Lauf X oder wo kommt das? Ja, stimmt. Wann? Sag, wann? 3, 2, 1. Yes. We go party like it's your birthday. Yes. 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 It's your birthday. Yes. Yes. Okay. It's my birthday. Tada! Ich wollte das kurz mich aus der Maschine rauskommen. We will rock you. Jeder hat andere Talente. Meine sind das nicht. Nee, wir machen noch eine Taktübung. So, das geht. Hey you, it's my birthday. Ta-da! Oh, das ist ja. Ja, wie funktioniert das denn? 3, 2, 1. Hey you, it's my birthday. Ta-da! Nee, jetzt hast du das vergessen. Sag doch einfach Watermelon, 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 dann ist immer der Mund richtig. Was? Du sollst einfach nur Watermelon sagen. Das stimmt dann. Watermelon, bei der meisten. Ja, ja. Ich weiß nicht. Aber dann macht ja auch Pause dabei zwischendurch. Ja, und dann machst du. Tada! Aber statt den Text. Okay. Vielleicht müssen wir auch einfach mal alle ganz leise sein, damit sie es hört. Vielleicht hat sie es einfach an den Ohren. Sie ist jetzt schon mehr jung. Ja. Mit Marie. 3, 2, 1. Watermelon, Watermelon, Watermelon. Tada! Der Daniel ist schon ganz begeistert hier, ganz fasziniert. Nina baut jetzt hier langsam auf. Also da ist Licht hinter, Daniel. Ne? Wo ist Licht hinter? Das kommt gleich, Kevin. Hier seht ihr, wie die Endergebnisse aussehen sollen, hoffentlich, mal sehen. Aber wir haben ja eine Vorlage. Farblich kann man es gestalten, wie man es möchte. Und man kann auch die 30 draufmalen oder halt ohne 30. Genau. Sieht richtig gut so aus. Also ich bin die Nina, wir machen heute Leopards magischer Malkurs und zwar malen wir einmal das Disney-Schloss. Ja, warum ich hier stehe, eigentlich bin ich Flugbegleiterin, aber seit Corona habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Kreativstudio für Illustration und Grafik, Design und Fotografie. Und genau, da nehme ich die Kompetenz für heute her. Genau, wir malen Link in der Infobox. Genau, so. Genau, und wir malen heute anlässlich Simones Geburtstag, malen wir einmal das Pariser Disney-Schloss. Kann man einmal gern in der 30-Jahre-Variante machen, passend zum Disneyland zum 30. Geburtstag oder auch zu Simones 30. Geburtstag. Oder man kann es auch gern so ein bisschen in der Farbe
vom Pariser Disney-Schlossmaler oder in jeglicher Farbe, die man mag. Genau, es hat sich ja jeder schon seine Farbe rausgesucht. Und jeder hat die Leinwand vor sich und hinter der Leinwand haben wir einmal auch die Vorlagekleber. Jeder hat hinter seiner Staffelei hat er ein Lämpchen. Wenn man da zweimal oben drauf kriegt, ist es die hellste Stufe. Genau. Man sieht es meistens nicht so gut durch, deswegen nee. Beim Zeichnen mache ich es immer so, mit einer Hand drücke ich es so ein bisschen von hinten fest. Die Lampe ist aber beweglich, die kann man ein bisschen hin und her bewegen. Ah, so ist, genau. Very well. Ja, genau. Also es hat jeder ein mittlerer und ein kleiner Pinsel vor sich. Beziehungsweise heute haben wir gar kein großer Pinsel. Direkt mit dem Pinsel? Nee, wir machen es erst mit Bleistift. Ja, ja. Ja. Genau, also jeder hat das Lämpchen an, auf der höchste Stufe. Aha. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Lämpchen ist beweglich. Wenn es noch nicht ganz passt, kann man sich da zurechtbiegen. Jedenfalls mache ich es so. Fängst du an, von unten nach oben? Das ist völlig egal. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Ablauf. Also es ist so, wir malen erstmal die Vorskizze nach und danach... Der fängt schon an zu malen. Mit dem Finger. Was? So, nee. Ich habe nur mit dem Finger geguckt. Acrylfarbe ist hier eigentlich sehr deckend, aber wir machen das jetzt heute so, dass es eher so ein bisschen Aquarellstil ist, also mit viel Wasserverdünnung. Ja, genau, mit dem Bleistift muss man auf der Leinwand ein bisschen aufpassen, immer sanft aufdrücke, weil Bleistift raut die Leinwand auf. Wir wollen die Bleistiftstriche eigentlich auch nicht wegradieren. Also die sollen eigentlich da bleiben. Deswegen hast du Sven hat keinen Bleistift. Ich hab zwei. Ja, dann ich hab mal eine D-Male. Ich hab zwei. Sehr schön. Genau. Also wie gesagt, einfach aufpassen, dass man nicht so fest drauf drückt. Und mit der einen Hand immer so ein bisschen gegendrücke, dass man es besser durchsieht. Und mit der anderen einfach nachfahren. Also das ist jetzt wirklich nur stumpfes Nachfahren. Wie gesagt, die 30 kann man gerne mitmachen, wenn man das mag. Oder man lässt sie halt weg. Genau. Wir können da schon eine größere Pinsel nehmen von den zwei. Den ein bisschen mit Wasser anfeuchte. Und dann könnt ihr euch die erste Farbe nur aussuchen, die ihr dann benutzen wollt. Boah, das ist aufgeregt. Was fängt man dann jetzt am besten an? Das ist völlig egal. Also ich würde tatsächlich am Rand immer so ein bisschen dunkler gehen. Bitte? Die Vorlage. Welche? Die 30. Die 30? Oder ohne? Jetzt ist es umgefallen. Okay. Also ich würde am Rand tatsächlich immer so gucken, dass ich ein bisschen dunkler gehe. In der Mitte kann man ein bisschen heller gehen, aber am Rand soll es ja so schön definiert sein eigentlich. Würde ich ein bisschen dunkler gehen dann tatsächlich. Da habe ich auch umgefallen. Ja. Und für die, wenn man die 30 mitmacht und die kleine Türmchen, würde ich die kleine Pinsel nehmen, weil man einfach ein bisschen filigraner malen kann. Und wenn ich jetzt eine Farbe mischen will, ja. Muss ich die jetzt mischen erst? Kann man machen, ja. Also wenn ich mich, gehe ich mal so vor, dass ich mir immer so ein bisschen Farbe wegnehme, ja. Extra Punkt machen und einen extra Punkt anmischen. Okay. Also wenn du irgendwie Frage zur Mischtechnik hast, irgendwelche Farbe, können wir auch gerne fragen. Genau, und zwar mischen wir uns die Farbe jetzt erstmal ziemlich flüssig. Also ich nehme mal so ein bisschen weg. Und mischt es ziemlich stark mit Wasser an. Also es soll schon so auf dem Teller so ein bisschen hin und her laufen. Hin und her laufen? Ja. Also so ist eigentlich ein gutes Verhältnis. Mischergebnis. Und das können wir eigentlich, also ich mache es jetzt erstmal die eine Farbe und dann kann man zu der nächsten Farbe gehen. Weil wir brauchen von alle Farbe, die man möchte, ungefähr so die Konsistenz davon. Ich glaube, du musst noch mehr Wasser nehmen, Sven. Ja, noch ein bisschen mehr Wasser. Muss schwimmen. Ein bisschen mehr Wasser. Mehr Wasser. Mehr Wasser. Muss schwimmen. Ich glaube, Simone bestimmt ja auch irgendwo rumstehen. Starten. Nein. Ja. Starten. Womit starten wir denn? Und was ich dann mache, ist erstmal mit einem kleinen Pinsel. Ich fange jetzt zum Beispiel hier unten mal an. Ist eigentlich ganz gut. Und ziehe das einfach mal so hoch. Ich habe Angst. Ich gehe dann nochmal. Ich komme da gerade dran zu gehen. Mit dem Pinsel nochmal ein bisschen Wasser. Und gehe einfach nochmal so ein bisschen mit purem Wasser hier drauf. Ach du Imini. Simone, warum tust du mir das an? Was ich dann mache, ich zeige es gerade mal, ich nehme dann wieder so ein bisschen die nächste Farbe. Ich nehme zum Beispiel nur das Dunkelblau, mische mir das auch wieder ziemlich flüssig mit Wasser und dann gehe ich direkt in die andere Farbe rein. Das ist die Nasse-Nass-Technik, das verläuft jetzt ineinander. Die Nasse- das gibt so ein bisschen diesen Aquarelleffekt. Und das ist eigentlich so, wie man das komplette Schloss füllt. Bei euch ist es halt besser, dass es flach auf dem Boden liegt, weil bei mir sieht man schon... Okay. Ja, das sieht mal, warum es Sinn macht, dass ihr es liegen kann. Bei mir läuft es nämlich alles runter, weil es halt flüssig ist. Okay. Ja. No. Da macht ihr nichts draus. Ich bin nur bei der Hälfte. Ich auch, aber es sieht nicht nach Aquarell aus. Guck mal.
Hat jemand davon ich gesagt? Ich kann meins nicht mal hochreißen. Ja, ich auch nicht. Muss es ein Aquarell sein? Hm. Siehst du, da hat keiner von geredet. Alle voll konzentriert. Einmal. Ja, letztes Mal war ich bei meiner Einschulung so konzentriert. Ey, bei meiner Einschulung. Der Tisch ist hier zu Ende und dass ich mich nicht vollsaue. Hier seht ihr alle Kunstwerke. Jeder anderer Farbe. Guck mal, Micky kommt auch gucken. Micky guckt auch. Ja, Kevin. Wen haben wir? Das ist Angie, glaube ich, ne? AS bist du, Angie, ne? Hier haben wir Daniel, der hat noch mit Feuerwerk gemalt. Sven. Vivi hat gar nicht unterschrieben. Meins da oben in der Ecke. Das ist abstrakte Kunst. Und hier haben wir das von Nina. Nach der künstlerischen Verausgabung mussten wir uns auch mal nochmal stärken. Und ja, jeder hat was mitgebracht. Es gibt Würstchen, ich habe Brot gebacken, habt ihr schon gesehen. Brina, was ist das für ein Dip? Kräuterfeta-Dip. Reissalat von der Brina, Nudelsalat von der Daria, grüner Salat von der Angie, Tomaten-Mozzarella-Sticks. Frikadellen und zweimal Curry-Dattel-Dip. Da haben wir uns nicht abgesprochen. Wir testen, welcher besser schmeckt. Wir testen, welcher Becher. Das ist ein Ding, der gibt dann einfach mal zweimal. Ja, guten Appetit. Nein, wir machen jetzt Fotos. Wir machen Fotos. Ich muss an den Spiegel, bitte. Wer? Bücken Sie sich und was weiß ich. Was machst du denn eigentlich? Du musst noch was anziehen. Nee, ich will nur Micky. Cruella? Nee. Also zum Beispiel, ich hab noch nie nach Sex gebettelt. Schatz, ich hab auch noch nie nach Sex gebettelt. Never have I ever. Schatz, ich hab auch noch nie nach Sex gebettelt. Ja, ihr seht euch ja auch selten. Ich glaube, ich hab gewackelt. Sehr gut. Sehr gut. Die sind die Wahl. Aber ich schlafe ja auch nicht in einem Bett, wenn ihr zusammen. Guck mal, sie hat hier noch eine schöne rote. Ja, ihr geht als Zwillingsschwestern. Weißt du, wenn du dann zusammen in einem Bett schläfst, irgendwann ist ja auch... Rina, soll ich mal ausführen? Was kostest du so eine Stunde? Ich bin kein Mädchen für eine Nacht. Machst du 20 Kilo? Also was ich mir... Deine Schritte super. Du musst mal ein Foto, Brina, Foto mit Handy. Ich soll ein Foto mit dem Handy machen? I just call to say... I love you. Die Horror. Ja. Was machen wir denn jetzt in Foto? Weiß ich kurz. Was soll's? Also... Hallo! Ey, du siehst aus wie Elton John. Also wie gesagt, du kannst gerne bei uns. Do you believe? Sven, du wolltest auch noch drauf. Es hat warm hier drunter. Die Haar. Die Haar. Getuckt es? Ja. Musst zweimal. Willst du auch mitnehmen? Ja. Nein, das ist alles nur gefaked, ja? Diese Haarfarbe ist echt. Ich finde auch, das sieht richtig natürlich ich aus. Ich war nämlich gestern beim... Guck mal, ich habe im Optik, habe mir eine neue Brille geholt. Passt, ne? Haircut. Warte, ich habe auch noch eine neue Brille. Dass du so halten musst. Ich muss gar nichts halten. Das ist jetzt im Trend. Das ist voll der... Das ist wie ein Monottel. Prina, du kriegst noch ein Krönchen. Oh ja, bitte. Oh. Ein bisschen schief, aber wir lieben schief. Nennt mich bitte die Weinkönigin. Von Bad Breisig? Die Weinkönigin, Daniel, das mache ich. Daniel, Simone ist nicht mehr in der Lage, mir das richtig aufzuziehen. Daniel, das hält auch so. Kevin, bist du bereit? Ja, nee, der druckt. Der druckt gerade. Ich schaue, dass der Pinnwand war noch voll. Danach ist, glaube ich, der Film leer. Wie heißt dieser Film? Eine halbe Stunde. Ich habe den schon hier. Kinder? Okay. Habe ich nicht gesehen. Descendants. So Kinderfilm. Ich fühle mich gerade so. Ich hätte gerne so lange Haare. Oh, den habe ich gesehen, den ersten Film. Das ist viel länger. Das hier ist B258. Das ist nicht so natürlich, gell? Nee, das sind meine Haare, die sind einfach relativ kaputt. Dick und kaputt. Aber eine Haarkur verwendest du auch nicht? Nein, benutze ich nicht. Das wird nur gewaschen mit. Das Foto ist fertig. Nein, wie heißt das? Kernseife? Nein, dieses Fett vom Wal.
Fett vom Wagen. Lebertran. So, Lebertran, danke. Ja, wir können ein Foto. Bitte. Cruella, kommen Sie. Nee, ich brauche jetzt einfach einen neuen Film. Er will nicht. Was dieser Party fehlt, ist Alkohol. Da war es. Ich hab's gehört. Hat's funktioniert? Aber da kommt nur das Blaue raus. Aber ich kann ja nochmal ausprobieren. Bis die Blutschein mein Sonnenlicht. Ich suche dich, ich vermiebe dich. Du hast schon eine ganze Flasche inhaliert haben. Aber das war ich ja nicht. Wo ist die Flasche? Ja. Es gibt doch das andere, um das wieder aufzunehmen. Ich habe keine Schere. Flasche, Leute. Ja, der Morgen danach. Ich konnte dann gestern auch nicht mehr irgendwie euch verabschieden. Deswegen nehme ich euch jetzt noch mit zum Frühstück. Ging so ein bisschen, also ich war glaube ich um 2:30 im Bett. Alle anderen haben wir um 2:15 rausgeschmissen. Ja, ging ein bisschen länger, aber war wirklich ein ganz schöner Abend. Und jetzt gehen wir hier in Koblenz frühstücken im Einstein und lassen sozusagen noch den Tag ein bisschen ausklingen und dann fahren alle nach Hause. Ich auch, ich muss nämlich noch das Chaos bereinigen zu Hause. Und da wollte ich noch mal ein bisschen die Deko noch mal zeigen, die ich gekauft habe von Amazon. Und ja, dann verabschiede ich mich später noch mal bei euch. Ob ich jetzt was vom Frühstücksbuffet zeige oder von meinen Tellern? Eben im Hotel nicht. Ja, ja. Also ich hätte es zu buchen müssen. Zu Hause angekommen und muss mich jetzt erstmal dem Chaos widmen. Die Küche ist tatsächlich nicht ganz so schlimm. Ich habe gestern die ganze Zeit immer die Spülmaschine eingeräumt und angemacht. Und ja, die Couch steht auch schon wieder an ihrem richtigen Platz. Die Ballonecke hier muss ich jetzt auch noch alles wegräumen. Und ja, ich hatte einige bei Instagram gefragt, woher ich diese ganze Deko habe. Also es gibt so ein Mickey Mini Party Set bei Instagram, sag ich schon, bei Amazon. Da sind dann Ballons drin und Girlanden und ja, gibt's bei Amazon. Link kann ich euch gerne unten in der Infobox packen. Und hier die Ballons habe ich auch noch separat gekauft. Da gab's auch so einen Pack Folienballons, gibt's auch bei Amazon. Könnt ihr auch gerne unten in der Infobox mal schauen. Ja, meine Mama kommt dir gleich jetzt Cupcakes abholen, auch die Ballons wird sie mitnehmen für meinen Neffen und seine Geschwister, weil ja, ich bin ja in 2 Tagen weg und da würden die jetzt einfach nur hier die Luft freilassen und Kinder freuen sich ja immer über Ballons. Ja, das heißt, die nimmt sie gleich auch noch mit und ich zeige euch jetzt noch meine Pinnwand. Wir haben einige Fotos gestern gemacht mit der Canon. Dauert ein bisschen immer, bis sie in Fahrt kommt und gedruckt hat, aber es hat dennoch gut funktioniert. Die Bilder sind noch angepinnt. Ich habe ja noch ganz viele einzelne Bilder. Ja, Angie auf der Couch. Das ist wohl mein Probebild. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, bin ich tatsächlich mit Perücke. Ja, Brina und ich und dann hier nochmal der Daniel. Ja, und hier haben wir auch einige Highlight-Bilder, jeder hat was drunter geschrieben. Ja. Also tatsächlich eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Und ja, wie gesagt, so ähnlich wie Polaroid. Man kann in der Kamera einstellen, ob es so ein Bild sein soll, also komplett ausgefüllt. Oder halt so Art Polaroid, dass man unten noch was schreiben kann. Das kann man bei der Kamera tatsächlich einstellen. Ja. Und die kann man sogar aufkleben. Also da unten ist so ein, kann man theoretisch abmachen und irgendwo hinkleben. Also eine ganz, ganz tolle Erinnerungsidee. Ansonsten das fertige Bild habt ihr auch gesehen. Geschenke habt ihr auch gesehen. Hier nochmal mein gemaltes Schloss. Sieht richtig schön aus, finde ich. Hier danke nochmal an Nina. Und die Cake Pops waren wirklich lecker. Habe ich auch noch ein paar übrig. Ja. Also war ein gelungener Abend, gelungener 30. Geburtstag. Und ich muss mich jetzt erstmal dem Chaos hier widmen. Ja, aber das wird schon. Und ja, in 2 Tagen geht es ja für mich schon Richtung Walt Disney World. Aber wenn das Video online ist oder online kommt, bin ich tatsächlich schon in Walt Disney World. Ja, unglaublich. Aber war. Ach ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, der kleine, das war gar nicht klein, aber der Geburtstagsvlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!
Thank you.